Auch bei den Familienspielen lohnt es sich zurückzublicken. Heute mit der Topliste zu den 10 besten Familienspielen des letzten halben Jahres. Nachdem wir letzte Woche die Kenner- und Expertenspiele abgefrühstückt haben, geht es heute in den Familienbereich. Ab geht's. Auf Platz 10 habe ich Kabanga gesetzt. Kabanga ist ein ziemlich kleines, cooles, lustiges Kartenspiel. Bei Kabanga geht es darum, dass wir unsere Zahlenkarten, die wir auf der Hand haben, möglichst geschickt abwerfen wollen. Wir haben in der Mitte eine kleine Auslage. Erstmal liegen dort 4 verschiedenfarbige Masken und neben diesen Masken liegen jeweils rechts und links zufällig Zahlen. Und dann geht es darum, dass wir eine Zahlenkarte mit der passenden Farbe dann auf eine dieser anderen beiden Zahlen legen müssen und dann entsteht zwischen diesen beiden Zahlen, die dort neben der Maske liegen, eine Differenz. Manchmal ist die Differenz klein, dann ist das gut für uns. Manchmal ist die Differenz aber auch groß. Und wenn die Differenz zu groß ist, dann läuft man Gefahr, dass die Mitspieler ganz laut Kabanga rufen, weil sie haben vielleicht Karten auf der Hand, die in diese Lücke passt, die man da gerade kreiert hat. Und ja, je nachdem, wie viele da Kabanga rufen, muss man dann unterschiedlich viele Anzahl von Karten nehmen. Und so, ja, schafft man es nicht, seine Karten loszuwerden. Aber wenn man ja geschickt irgendwie die kleinen Lücken nur lässt und seine Karten irgendwie geschickt runterspielt, dann schafft man es als erster, seine Karten loszuwerden und man hört nicht so viele Kabangas. Ein richtig cooles, kleines Kartenspiel, ja, was jede Menge Action am Tisch bringt und dieses, ja, es hat irgendwie dieses, alleine dieses, dass man so Kabanga ruft, irgendwie so Spiele, bei denen man irgendwas rufen muss und da passiert irgendwas, das ist immer noch dieses gewisse Extra und bringt einfach ein bisschen mehr Stimmung an den Tisch, als, ja, wenn man so Karten einfach nur so, ja, vor sich hinspielt. Ein sehr, sehr cooles, kleines Kartenspiel von Amigo. Auf die 9 habe ich tatsächlich ein Spiel gesetzt, da war ich selbst etwas überrascht, als ich hier das Ranking gemacht habe, dass es dann doch in die Top 10, ja, es geschafft hat. Ich habe am Anfang ein bisschen über das Spiel abgelästert, ich fand es immer nicht so cool. Ich habe aber mittlerweile so viele Partien, dass ich es dann doch irgendwie ganz cool finde und ich habe es mir mittlerweile auch selber gekauft. Es geht um Fun Facts. Bei Fun Facts ist es so, dass wir einen Fakt irgendwie auf einer Karte stehen haben. Das Ganze ist kooperativ und wir müssen nun ja uns zu diesem Fakt einschätzen und dann müssen wir uns auch noch einsortieren. Ja, zu allen anderen. Das heißt, jeder hat so ein kleines Plättchen. Das ist meinetwegen irgendwie sowas wie, wie sehr von 0 bis 100 möchte ich Präsident werden? Und dann schreibt man das auf und dann kann man ja sagen, okay, 0, nee, auf keinen Fall. Oder irgendwie 20, ja, so ein bisschen wäre es cool. Oder es, na, jemand schreibt irgendwie 100, er will auf jeden Fall Präsident werden. Und dann muss man sein Plättchen in einer Reihe einordnen. Man weiß natürlich nicht, was die anderen auf ihre Plättchen geschrieben haben. Und dann geht es darum, wenn wir dann auflösen, ja, möglichst wenig Fehler drin zu haben. Ein super kleines Ding. Gibt ein paar Probleme, wenn man das, würde ich sagen, in der falschen Runde spielt. Es gibt natürlich auch immer so Charaktere, die sich immer vielleicht ja selbst gerne unterschätzen, beziehungsweise sich ja extra vielleicht ein bisschen falsch einschätzen oder vielleicht ein bisschen kleiner machen, als sie sind. So dieses Understatement, wenn ich irgendwie sage, wenn da irgendwie so eine Frage ist, ja, wer ist der Sportlichste oder wie sportlich bist du von 1 bis 100? Und dann ist da halt dieser super Sportler in der Runde und der gibt halt sich irgendwie nicht die 100, sondern er gibt sich innerhalb der Gruppe dann irgendwie eine 50, weil er irgendwie ja nicht so ein bisschen, nicht so angeben möchte. Das ist ein bisschen ein Problem bei dem Spiel, was ich sehe, aber ansonsten hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde die Kategorien tatsächlich auch ziemlich cool. Ich finde, die meisten Fragen machen wirklich Spaß und kann man sich ja gut einschätzen. Man kann die anderen gut einschätzen. Ist auch, ja, man sollte es vielleicht mit Leuten spielen, die man ein bisschen besser kennt oder ja überhaupt mit Leuten spielen, die man kennt. Wenn man das mit komplett Fremden spielt, ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Gut, bei Sportlichkeit, das könnte man vielleicht irgendwie auch durch das Aussehen einschätzen. Aber ja, würde ich eher so in internen Runden spielen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich dann doch öfter gespielt und ja, musste dann doch irgendwie in die Top 10, deswegen Platz 9. Auf die 8 habe ich ein kleines, aber feines Kartenspiel gesetzt und zwar Passt nicht. Für alle, die gerne Uno lieben, ihr solltet euch auf jeden Fall mal mit Passt nicht beschäftigen, denn Passt nicht ist das etwas bessere Uno, das etwas komplexere Uno. Für alle, denen dieses Brain AFK Kartenlegen ja ein bisschen zu wenig ist, aber ja, die nicht zu komplizierten
kompliziertes Spiel haben wollen, für die ist Passt nicht perfekt, würde ich sagen. Wir versuchen bei Passt nicht, genauso wie bei Uno, Karten loszuwerden. Wir haben am Anfang 5 Karten auf der Hand in unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Zahlen und wir können die wieder in die Mitte spielen, wenn wir ja die gleiche Farbe oder die gleiche Zahl legen. Aber der Gag ist, dass wir auch Karten in unserer Auslage spielen können und das können wir quasi nur machen, wenn diese Karten nicht in die Mitte passen würden. Und dann geht es darum, diese Karten, die wir in die Auslage gespielt haben, bis zum Spielende zu sichern, denn das sind alles positive Punkte, die wir bekommen und alle Karten, die wir am Ende noch auf der Hand haben, sind Negativpunkte, also Minuspunkte. Und das, so eine Runde geht quasi so lange, bis irgendein Spieler alle Handkarten ja abgelegt hat. Ihr müsst allerdings gucken, wenn ihr welche in die Auslage spielt, ja, dann müsst ihr halt eine nachziehen. Das heißt, so könnt ihr keine Karten loswerden, aber ihr könnt halt potenziell eure Punkte erhöhen. Und dann, ja, gilt es so ein bisschen zu taktieren, wann ich zum Beispiel auch meine Joker spiele, weil es ist halt so, wenn ich eine Karte in meiner Auslage habe und ich bin dran und diese Karte ist spielbar für die Mitte, dann muss ich sie spielen. Das heißt, wir haben ja quasi so eine doppelte Hand, einmal so eine offene Hand, die quasi einen Bedienzwang hat oder einen Spielzwang hat und eine geheime Hand. Ja, und da muss man so ein bisschen taktieren, wann man welche Karten spielt, wann man den Gegner vielleicht mit einem Joker angreift, auch wie ich meine Karten schütze, weil ich möchte natürlich ja die Punkte die Karten mit den großen Nummern möchte ich irgendwie schützen, indem ich da Karten noch drüber lege in der Auslage. Ja, ein sehr, sehr cooles Ding. Schaut gerne mal rein. Ich habe da auch noch ein Regelvideo zu gemacht, ein kleines Review. Falls euch das näher interessiert, schaut da mal rein. Ein richtig cooles kleines Kartenspiel. Fast schon so ein Überraschungshit des letzten halben Jahres für mich. Dass das Spiel auf Platz 7 definitiv in die Top 10 muss, das war mir von Anfang an klar. Ich war mir nur noch nicht ganz sicher, auf welcher Platzierung. Aber ja, Faraway hat es jetzt auf die 7 geschafft. Faraway ist ein kleines, ja auch wieder ein Kartenspiel, bei dem wir eine Reihe von Karten bilden müssen. Man kann es ein bisschen vergleichen mit Fantastische Reiche, weil der Punktemechanismus so ganz ähnlich ist, hat aber natürlich ein ganz anderes Setting und auch ja andere Spielmechanismen. Das Ding ist im Moment ja nur auf Englisch verfügbar. Ich habe es mir letzte Messe auf Englisch geholt und jetzt kommt das aber im Herbst auch auf Deutsch. Endlich, und da werdet ihr definitiv auf den Geschmack kommen, wenn ihr das mal ausprobiert. Faraway ist ein Spiel, bei dem wir quasi in der Mitte immer Karten draften müssen. Wir ziehen quasi Karten, die uns besonders gut gefallen. Wir haben dann immer ja eine bestimmte Anzahl von Handkarten auf der Hand und dann spielen wir alle gleichzeitig eine Karte in unsere Reihe. Wir müssen die Karten immer von links nach rechts in unsere Reihe spielen. Wir spielen die Karten auch verdeckt und dann machen wir das quasi ja 7 Runden lang, also bis wir dann 7 Karten in einer Reihe haben. Und dann gilt es, möglichst viele Punkte mit diesen Karten zu machen, wenn wir dann zur Wertung kommen. Und der Gag ist, dass wir alle Karten von hinten nach vorne werten. Das heißt, die Karten, die wir als erstes gespielt haben, ja, die werten wir auch als letztes. Und die Karten, die wir als letztes gespielt haben, die werten wir als erstes. Und dann sind auf diesen Karten immer ja Bedingungen drauf. Also wir müssen zum Beispiel, wenn wir eine Karte werten wollen, die hat eine bestimmte Anzahl von Punkten, meinetwegen 20 Punkte oder so, mit der müssen wir dann ja eine bestimmte Anzahl von Symbolen erreichen. Aber natürlich zählen immer nur die Symbole, die bis dahin aufgedeckt worden sind. Und wir ja decken ja quasi jede Karte von hinten nach vorne immer einzeln auf. Das heißt, die erste Karte, die wir aufdecken, ja, die hat quasi nur sich selbst und vielleicht noch so ein paar Spezialkarten, die über unserer Kartenreihe liegt, als Basis und kann nur mit diesen Karten punkten. Das heißt, ja, man muss dann gucken, wie man das dann spielt. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, dass wenn man eine höhere Karte als in der vorherigen Runde spielt, dass man noch so zusätzliche Karten bekommt und so. Das gibt so ein paar taktische Kniffe. Das Spiel ist aber natürlich auch relativ swingy. Also ja, mal geht's so aus und mal geht's so aus, habe ich so das Gefühl. Man braucht auch ein bisschen Glück mit den Symbolen, mit den Karten, die man so zieht. Aber ja, es ist ein sehr kurzweiliges Ding und ich finde es halt ein bisschen besser als Fantastische Reiche von dem Punktemechanismus, weil es nicht so ja kompliziert ist. Aber im Grunde genommen wollen wir auch, genauso wie bei Fantastische Reiche, aus einem Konvolut von Karten oder aus einer Kartenauslage, bei Fantastische Reiche ist es ja die Hand, möglichst viele Punkte in Kombination erreichen. Ja, hier werten wir quasi jede einzelne Karte von rechts nach links und bei Fantastische Reiche werden die ja alle in Kombination gewertet. Aber ja, es fühlt sich irgendwie so ähnlich an, auch wenn es ja vom Thema und vom Mechanismus doch relativ weit weg ist. Ja, aber ein grandioses Spiel, muss ich sagen. Auf der 6 habe ich ein Spiel, was tatsächlich gar nicht so gut angekommen ist in der breiten Community, habe ich so das Gefühl. Ich hatte es auch letztens in einem Video, bei dem ich Spiele aufgelistet habe, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und ja, ich habe auf diesen Platz das Spiel 5 gesetzt.
Five ist ein kleines Plättchenlegespiel. Wir ziehen kleine bunte Plättchen mit verschiedenen Symbolen und verschiedenen Nummern aus einem Beutel. Und dann haben wir immer zwei Plättchen zur Verfügung und diese müssen wir dann in unser Raster einsetzen. Wir haben quasi ja so ein kleines Board, auf dem wir solche Einbuchtungen haben, wo wir diese kleinen Plättchen reinlegen wollen. Und dann gilt es, solche Aufträge zu erfüllen. Es gibt da verschiedene Arten von Aufträgen, sowas wie, ja, wir wollen so eine Zahlenreihe, wir wollen eine bestimmte Symbolreihe, wir wollen unterschiedliche Zahlen in einer Reihe, wir wollen unterschiedliche Symbole in einer Reihe. Also da gibt es so verschiedene Wertungsplättchen und die müssen wir dann in Spalten und Zeilen erfüllen in unserem Raster dann. Und dann gilt es, ja, möglichst viele von diesen Aufträgen gut zu erfüllen. Es gibt dann noch so Spezialplättchen, die man ziehen kann, um solche Spezialfähigkeiten zu aktivieren. Wenn man die aber nicht aktiviert, bekommt man nochmal Punkte. Und wer als erstes ein bestimmtes Auftragsplättchen nimmt oder erfüllt, der bekommt auch nochmal Punkte. Da möchte man noch darauf achten, dass man möglichst viele Aufträge gleichzeitig erfüllt, wenn man dann auch nochmal zusätzlich Punkte bekommt. Ja, ich finde es super. Vor allen Dingen finde ich es auch, sieht toll aus. Dieses sind so Holzplättchen. Das Ganze ist in so einem, ja, hawaiianischen Stil. Die Aufträge sind so kleine Surfbretter. Ich finde, es sieht unglaublich gut aus. Es spielt sich unglaublich gut. Auch da natürlich braucht man ein bisschen Glück oder kann ein bisschen Pech haben. Ist natürlich jetzt kein super bis zum Ende strategisches Spiel, bei dem man alles beeinflussen kann. Es ist ein bisschen Glück dabei ab und zu, aber ja, ich finde es grandios, muss ich sagen. Das waren die ersten 5 Spiele, bevor es mit den nächsten 5 Spielen weitergeht. Ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Ich würde mich natürlich über eure Unterstützung hier auf meinem Kanal freuen. Ihr könnt mich ganz einfach kostenlos unterstützen, indem ihr einfach ein Abo dalasst, indem ihr die Glocke anmacht, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ihr könnt einen Daumen nach oben für dieses Video dalassen, zumindest wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne immer fleißig Comments. Ich lese alle eure Comments super gerne. Ja, und ich würde mich natürlich über eure Unterstützung freuen, denn ich möchte mit meinem Kanal noch weiter wachsen. Ich möchte euch weiter Brettspiele zeigen, weiter coole Brettspielvideos für euch machen. Ja, und das kann ich nur mit eurer Unterstützung machen. Und jetzt geht's weiter mit den nächsten 5 Spielen. Auf der 5 definitiv das beste Korallenspiel, was ich im letzten halben Jahr gespielt habe, wenn nicht überhaupt. Und zwar geht es um Lumicora. Lumicora, ein relativ neues Spiel, was bei Pegasus Spiele erschienen ist, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Deswegen habe ich es hier in die Top 10 gesetzt. Bei Lumicora, ja, versuchen wir ein Korallenriff aufzubauen. Und der Gag ist, dass wir auch hier wieder, ja, aus der Mitte, ja, eine bestimmte Auswahl von solchen Korallenplättchen haben. Und dann müssen wir aber schauen, dass wir diese Korallenriffe bei uns, ja, in so verschiedenen Ebenen bauen. Denn wir können dann im Laufe der Runde oder beziehungsweise im Laufe der Partie irgendwann entscheiden, dass wir eine bestimmte Korallenfarbe werten wollen. Und dann zählen die Nummern, die auf jeder Ebene, oder zählt die niedrigste Nummer, die auf jeder Ebene sichtbar ist. Und ja, man kann aber jede Farbe in jedem Spiel immer nur genau einmal werten. Das heißt, man muss immer den richtigen Zeitpunkt abpassen, in dem es sich gerade noch lohnt, diese Farbe zu werten. Oder ja, oder man guckt halt, dass man irgendwie eine Farbe früh wertet, weil wenn man früh wertet, dann kriegt man zwar wenig Punkte, weil man natürlich noch nicht so viele Ebenen hat, aber man kriegt dadurch sehr viele Kalksteine als Belohnung und diese Kalksteine braucht man auch noch, um seinen Untergrund auszubauen, um ja sich ein bisschen breiter aufstellen zu können. Da gibt es noch so eine zweite Seite, die man benutzen kann. Da muss man Felder noch abdecken, sonst bekommt man Minuspunkte. Da gibt es schon sehr viele coole Sachen und man kann auch so ein bisschen mit dem Gegner interagieren, denn bei diesem Drafting ist es so, dass man ja immer ja möglichst viele Korallenplättchen ziehen möchte und das kommt dann immer darauf an, welche Farben da gerade liegen und dann kann man auch so ein bisschen gucken, okay, was braucht der Gegner? Ah, der braucht jetzt gelb, okay, dann lege ich auf keinen Fall jetzt ein gelbes Korallenplättchen in die Auslage, weil man muss auch die Auslage immer selber noch auffüllen mit seinen eigenen Plättchen. Ja, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Gibt so sehr viele kleine Kniffe, die mir sehr gut gefallen. Ist natürlich ein Familienspiel. Am Ende würde ich sagen, ein leichtes Kennerspiel könnte man vielleicht noch sagen oder ein Familienspiel plus. Das heißt, es ist natürlich ja irgendwie taktisch und strategisch auch begrenzt, wie natürlich bei vielen Familienspielen, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich finde es mega. Auf die 4 habe ich ein Spiel gesetzt, was ich im letzten halben Jahr doch durchaus öfter gespielt habe und was für mich zu den besten Quizspielen gehört. Ja, nicht nur gehört, sondern ich würde sagen, es ist das beste Quizspiel. Es kommt wirklich
ja, einen ganz kleinen Tick noch vor Smart 10, und zwar geht es um Kneipenquiz. Kneipenquiz ist ein Spiel, bei dem wir zusammen quizzen. Wir quizzen kooperativ gegen das Spiel. Wir versuchen gemeinsam unser Wissen zu nutzen, um die Flaschen zu besiegen, die wir dort auf der Zählleiste nach vorne setzen. Wir sind so eine kleine Eule und jedes Mal, wenn wir eine Frage richtig beantworten, bekommen wir einen Punkt. Außerdem bekommen wir auch gegebenenfalls noch einen Punkt, wenn wir das richtige Plättchen zur richtigen Frage zugeordnet haben. Denn es ist so, wir müssen innerhalb einer bestimmten Zeit 5 Fragen beantworten. Und wenn wir dann fertig sind mit dem Beantworten, müssen wir noch innerhalb der Zeit ja solche kleinen Plättchen zusortieren oder einsortieren. Und da ja gilt es so ein bisschen einzuschätzen, okay, welche Frage hat man ja auf jeden Fall richtig beantwortet, bei welcher ist man vielleicht, sich vielleicht nicht so ganz sicher, welche weiß man gar nicht. Und dann ja muss man die Schritte von den Flaschen, die die einzelnen Plättchen dann auch noch anzeigen, ja möglichst so gut zuteilen, dass die Flaschen möglichst wenig Schritte in Summe machen und man selber möglichst viele Schritte in Summe. Ja, und wenn man dann ein paar Kärtchen durch hat, dann kommt es darauf an, dass man vor den Flaschen ist mit seiner kleinen Eule auf der Zählleiste. Und ja, dann freut man sich, dass man gemeinsam gewonnen hat. Wir haben auch noch ja diese Pärchen-Edition gespielt. Da geht es immer noch darum, dass eine Frage dann über den Quizmaster geht. Also es wechselt ja immer sozusagen, wer diese Fragen vorstellt. Ich bin nicht sicher, also natürlich, das kann man gut machen mit Leuten, die man kennt, aber wenn ihr das in einer ja, Runde spielt, wo man die Leute nicht so gut kennt, dann ist das eher nicht so eine coole Version. Aber grundsätzlich hat mir die Version trotzdem ganz gut gefallen. Wir haben es halt mit vielen Leuten gespielt, die wir dann kannten, und dann war es auch immer ganz witzig. Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, einfach das beste Quizspiel, vor allen Dingen, weil man ja zusammen quizzt, und wenn man vielleicht nicht so viel weiß, dann kann man sich einfach auch ein bisschen zurücknehmen und es fällt halt gar nicht auf. Es ist halt nicht so, als wenn ich irgendwie gegen andere Leute spiele und die ziehen halt komplett davon, weil sie irgendwie mega das allgemeine Wissen hat und man steht dann halt selber so da und schämt sich so ein bisschen. Das passiert bei dem Spiel nicht, und deswegen würde ich sagen, es ist das beste Quizspiel auf diesem Planeten. Auf der 3 habe ich ein Spiel genommen, was mich thematisch komplett abgeholt hat, was mich spielerisch abgeholt hat als Familienspiel, ja, was mich insgesamt einfach sehr positiv begeistert hat. Es geht um Bonsai. Bei Bonsai versuchen wir, einen kleinen Bonsai-Baum zu kreieren. Wir versuchen, Plättchen zu ziehen. Das können unterschiedliche Arten von Plättchen sein. Es gibt so Fruchtplättchen, Blütenplättchen, Stammplättchen und Blätterplättchen. Und ja, im Grunde genommen ziehen wir die nicht direkt, sondern es geht so ein bisschen ja über so einen Kartendrafting-Mechanismus. Es liegen Karten aus. Die können unterschiedlicher Art sein, da können Sachen bei sein, mit denen wir mehr Plättchen legen dürfen, da können Karten bei sein, mit denen wir mehr Plättchen lagern dürfen. Da gibt es noch so Plättchen oder Karten, die uns Endpunkte bringen und so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Karten, die können wir dann einfach ja immer ziehen. Es wird immer wieder eine neue aufgedeckt und zwischendurch bekommen wir halt diese kleinen Plättchen und bauen dann in unserer Schale unseren kleinen Bonsai so nach oben. Und das sieht einfach richtig cool aus, muss man sagen. Es sieht dann einfach wirklich aus wie so ein kleiner Bonsai. Und es ist auch egal, wie man es baut, weil man, ja, das kennt, diese Bonsai-Bäumchen, die sehen halt alle immer sehr seltsam und komisch und verquer aus, obwohl ich ja gelernt habe, als ich dann mir auch die Anleitung durchgelesen habe für das Review und so, dass ja tatsächlich Bonsai nicht den Baum bezeichnet, sondern Bonsai die Kunst, diese Bäume ja zu züchten oder diese zu gestalten. Das fand ich dann auch tatsächlich sehr interessant. Insgesamt, ja, es ist ein rundum richtig cooles Spiel für zwischendurch tatsächlich. Es dauert nicht so lange. Ja, richtig cooles Teil. Also wer da noch mehr Details braucht, ich habe hier oben noch ein Video für euch, eine kleine Review plus Regelerklärung. Guckt es euch nochmal genauer an. Für Pflanzenfans ist es ein Must-Have, muss ich sagen. Und auch für die ganze Familie ein richtig cooles Plättchenlegespiel. Auf die 2 habe ich ein Spiel gesetzt, was ich tatsächlich noch gar nicht durch habe, aber es hat mich bis dato schon so begeistert, dass es auch definitiv relativ weit oben in meiner Top 10 sein musste. Das war mir von Anfang an klar. Es geht um Zug um Zug Legacy. Ja, da stecken wir, glaube ich, jetzt in der 8., 9. Partie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben jetzt in den letzten Wochen relativ wenig gespielt. Ist immer einer ausgefallen. Aber ich hoffe, dass jetzt so in den nächsten Wochen das Ganze wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, dass die hinteren Partien nicht mehr so viel krass Neues und Spektakuläres bringen und ich nicht mehr ganz so krass gehypt bin. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch auf die 1 gesetzt. Aber es ist trotzdem immer noch ein extremst gutes Spiel. Und ich habe es jetzt in die Familienspiel
Branche gepackt oder in die Kategorie hier gepackt, weil Zug um Zug ist für mich einfach ein Familienspiel mittlerweile. Das ist so einfach, ja, ein Familienspiel plus super seichtes Kennerspiel. Und The Legacy to the West, also das Legacy-Spiel, ist auch von den Regeln her nicht unbedingt so viel komplizierter. Ja, kann man sich drüber streiten, aber passt schon in dieser Kategorie. Und ja, was machen wir Zug um Zug? Kennt natürlich jeder. Wir versuchen Strecken zu bauen. Wir versuchen unsere kleinen Plastikzüge auf die einzelnen Strecken zu legen, um dann Auftragskarten zu erfüllen. Ja, um Strecken von A nach B irgendwie fertiggestellt zu haben. Und bei dem Zug um Zug Legacy ist das aber ein bisschen ja aufgebauscht dann noch. Es kommen neue Sachen hinzu, die Karte erweitert sich, es kommen neue Regeln hinzu, man verändert Dinge. Und es, ja, jeder hat irgendwie so sein kleines persönliches Ziel. Es kommen ja ein paar kleine Gimmicks dazu, die das Ganze einfach richtig, richtig cool machen. Das ist, ja, man kann gar nicht so viel erzählen, wenn man natürlich spoilern würde. Das Ganze wurde ja auch zum Kennerspiel des Jahres nominiert, zu Recht auf jeden Fall. Hat natürlich, ja, es hat nicht gewonnen, gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe dafür. Es ist natürlich auch relativ teuer, wenn man das kauft. Man produziert viel Müll. Man kann das natürlich danach noch weiterspielen, aber das macht ja keiner, glaube ich zumindest. Also ich glaube, dann holt man lieber sein normales Zug um Zug Europa oder das normale Zug um Zug raus, wenn man mal eine kurze Partie Zug um Zug spielen will. Denn ja, die Partien jetzt am Ende, die ziehen sich auch teilweise ganz schön. Also man hat dann doch auch relativ viele Sachen, die man irgendwie beachten muss. Aber ja, ich bin hellauf begeistert von dieser Legacy Erfahrung seit meinem ersten Pandemiespiel kam das mal wieder so richtig auf, dass ich auch begeistert war, wenn wir Sachen ausgepackt haben, dass ich gespannt war, dass ich mich super auf die nächste Partie gefreut habe. Deswegen, ja, Zug um Zug Legacy hier auf Platz 2. Der Platz 1 geht an ein Duellspiel, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob es so funktionieren kann. Und es funktioniert grandios. Quacksalber, das Duell. Quacksalber von Quedlinburg ist ja sowieso ein sehr schönes Familienspiel, bei dem wir schon etliche Stunden Spaß hatten. Und jetzt mit Quacksalber, das Duell, ist endlich eine Zweispieler-Version auf den Markt gekommen, die ich dann auch mal raushole, wenn ich diese Quacksalber-Erfahrung haben möchte, ich aber nicht genug Spieler habe. Und bei der normalen Quacksalber-Version lohnt es sich einfach nicht mit zwei Spielern. Es ist einfach lame, es ist irgendwie langweilig. Es lebt irgendwie ja davon, dass mehrere Leute am Tisch sind, dass man die Rattenschwänze ausnutzen kann. Und so bei dieser Quacksalber-Duell-Version ist das halt nicht der Fall. Und ja, ich finde es grandios. Es hat sehr viele coole kleine Neuerungen, muss ich sagen. Also zum einen gibt es so eine Waagschale, wo man verschiedene Boni verteilen kann. Und je nachdem, ob man jetzt gerade führt oder nicht, kann man dann auswählen, wie teuer diese Boni sein können oder sein sollten. Und dann ja, kann man sich für eine Seite von diesen Waagschalen entscheiden, was man da haben möchte. Das heißt, ja, beide bekommen irgendwie einen Bonus, aber ja, der eine bekommt den vielleicht für mehr oder weniger Geld und so. Und dann gibt es noch ja die Möglichkeit, also es geht ja insgesamt darum, Patienten zu heilen mit seinem Trank. Also ne, das ist Push Your Luck, wir ziehen so Dinge aus dem Beutel, die wir dann in unseren Kolben tun. Und dann versuchen wir immer ja mit diesen Patienten vorzugehen. Und das ist halt so ein cooles Gerangel. Wir müssen immer schauen, dass der Gegner nicht zu nah an seinen Marktstand kommt, weil er dann ja einen Patienten heilt. Dann ja müssen wir vielleicht so ein paar Boni, die wir dann auch haben, im richtigen Moment einsetzen. Wir müssen im richtigen Moment diesen Push-Your-Luck-Ding einsetzen. Also wir müssen im richtigen Moment zocken. In manchen Momenten lohnt es sich einfach nicht. Dann kann man sich irgendwie zurücklehnen und sagt so, nee, das passt. Deswegen finde ich es tatsächlich noch ein bisschen geiler als das normale Quacksalber, weil da ist es ja eigentlich immer so, ja okay, wenn ich nicht Erster werde, dann ist es halt kacke. Oder wenn ich nicht auf den Rubin komme, dann ist es halt nicht so geil. Das heißt, da zocke ich gar nicht so viel, aber hier oder ich im Grunde genommen bei dem normalen Quacksalber zocke ich ja, ich zocke schon viel, aber ich zocke irgendwie immer in gleichen Teilen oder immer gleichmäßig stark. Und jetzt bei dem Duell, in der Duellvariante, kann ich halt einfach das viel mehr dosieren. In der einen Runde muss ich halt irgendwie voll aufs Ganze gehen. In der anderen, ja, brauche ich irgendwie nur ein bisschen mehr. In der nächsten kann ich irgendwie sagen, so, ah, passt schon. Ich habe ja jetzt irgendwie gerade einen Patienten geheilt oder er ist sowieso zu weit weg von seinem Marktstand. Und ja, daher toll. Dieses abwechselnd ziehen immer, das ist so geil, weil man einfach ja immer gespannt ist, was der andere auch macht. Das ist halt nicht so wie bei Quacksalber, wo jeder für sich irgendwie den Beutel und dann guckt man ab und zu mal nach links und nach rechts und sieht so, oh, wie bist du denn da hingekommen? Und man hat das irgendwie gar nicht mitgekriegt. Und hier kriegt man alles mit. Man
ja, man fiebert richtig mit bei jedem Mal, wo irgendjemand in den Beutel greift, fiebert man mit, was da denn dann rauskommt. Ein grandioses Familienspiel und ich würde fast sagen, mit Abstand mein Top-Familienspiel des letzten halben Jahres. Das war's mit meiner Top 10 Familienspiele des letzten halben Jahres. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß beim Drehen und beim Schneiden und beim Überlegen gehabt, was ich so hier in meine Top 10 legen könnte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken und ja, das ein oder andere Spiel ist euch vielleicht aufgefallen, was ihr noch gar nicht kanntet und ihr könnt das jetzt ausprobieren. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Spiel aber auch vermisst. Ich bin gespannt auf eure Top-Familienspiele des letzten halben Jahres. Schreibt doch gerne mal euer Top-Familienspiel des letzten halben Jahres in die Comments. Ich bin sehr gespannt, was ihr so gezockt habt, was ihr auch so mögt an Spielen. Und ja, das war's schon wieder. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch noch gerne hier ein weiteres Video auf meinem Kanal. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Einmal die Top-Liste mit den Kenner- und Experten-Spielen. Vielleicht habt ihr die verpasst. Könnt ihr hier noch einmal schauen und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht auch was dabei. Und ansonsten stöbert einfach auf meinem Kanal. Ich habe viele gute Brettspielvideos noch am Start. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.